Das ist halt doof, dass das Spiel jetzt abgekackt ist. Aber wir haben ja zum Glück gespeichert. Wir sind Brains, wir haben große Gehirne, wir alle. Wir haben gespeichert, wir konnten laden und jetzt müssen wir wenigstens das nicht nochmal machen. So, jetzt reden wir mal hier mit dem Hengst. Ich rede hier mit dem Typen. Mit Basil, nicht mit dem Hengst. So. Na, das war nur eine Rolle. Ich muss ja erstmal selber merken, dass ich gerollt bin. So, warte. Wir können ja direkt auf Epona drauf. Ba, ba, ba. Okay, wir müssen erstmal das Lied spielen. Denk dran, wir sehen alles, aber nur, weil wir wollen, dass du länger machst. So, Epona, komm mal her. Bam, 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 bam. So, jetzt rennen wir mal eine Runde. Und dann will der ja gegen uns sowieso ein Rennen fahren. Oder fahren. Fahren ist vielleicht doof gesagt. Ein Rennen reiten. Und wenn wir uns Epona holen, dann können wir halt zu den Gerudos. Aber ich kann halt bei den Gerudos auch nichts machen ohne Pfeile, ne? Das wird ja super nervig. Das wird auch super nervig. Speak. So, was? Warte mal. I'm done. So. Geht das eigentlich auch schon so? Vielleicht brauche ich das gar nicht in dem Hack hier. Ich will mal kurz ausprobieren. Mal gucken. Meint ihr, ich krieg Epona auch so einfach? Vielleicht muss ich das hier gar nicht spielen. Na, obwohl, wäre sinnlos, ne? Ich probiere es trotzdem mal kurz aus. Weil, ist halt ein Hack. Da ist alles möglich. Okay, nee. Wir müssen das Rennen machen. Nee, musst du definitiv machen. Okay. Weil Epona da drin ist, oder wie? Weiß man das dann schon direkt? Okay, dann müssen wir auf jeden Fall nochmal eine Runde raisen. Das kannst du gerne machen, Kitsune. So, jetzt ist sie ja wieder scheu. Für den Fall, dass das Rad auf alles im Chat vorlesen landet, poste ich einen fiesen Zungenbrecher. Da könnt ihr gerne ganz viele Zungenbrecher posten. So, und jetzt müssen wir ja irgendwie mit ihm quatschen, ne? Und dann macht er ja theoretisch das Rennen mit uns. Speak. So, jo, Mama. Jetzt, er ist ein neuer Boss geworden. Er wirft jetzt einfach so blaue Panzer. Oh Gott. Geh weg. Da wirst du schauen. Gewonnen. Ba, ba, ba. Jawohl. So. Und nochmal. Vor allem, er ist so doof, ne? Er will kein Geld verlieren. Und dann setzt er halt lieber das Pferd aufs Spiel, anstatt 50 Rubine zu verlieren. Der ist so dumm. So, zack. Boah. Nein, so ein Arsch. Das hat er gewonnen, oder? Das war er. Shit. Nein.
Warum verliere ich jetzt 50 Rubine? Nein! Nein, 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 nein! Jetzt brauchen wir erst wieder 50 Rubine, bevor wir sowas machen können. Ne, 60 sogar, glaube ich. Och Mann! Das ist ja ärgerlich. Wo komme ich jetzt schnell 60 Rubine her, Leute? Ich gehe mal kurz ins, ins Tupperwarenhaus. Ja, das läuft ja heute, ne? Wir haben heute schon zweimal das Spiel abgekackt. 60 Rubine verloren. Ja, im Raum mit den Krügen, genau. Im Tupperwarenhaus. Der hat dich voll abgeblockt, ja. Ich hatte leider ein bisschen Pech. Normalerweise habe ich nicht so krasse Probleme gegen den. So. Da ist jetzt der Geisterhändler, genau. Aber du hast da quasi immer einen Krug und der gibt dir jedes Mal 20 Rubine. Deswegen kannst du da ganz easy Geld farmen. Das ist halt ein ziemlich geiler Trick. Und als Jüngerling kannst du halt die ganze Zeit von der Zugbrücke springen, von der Kette. Da kriegst du jedes Mal so 40 bis 60 Rubine. Auch ziemlich easy. Da kriegt man immer halt voll geil Geld. Voll schön. So. Ich glaube, ich muss gleich mal sterben, damit mal die Rolle weg ist. Ich roll nämlich sonst so gerne. Ich merke die ganze Zeit, wie mein Daumen auf den A-Button geiert. Ich möchte den A-Button smashen, aber es geht nicht. Das mit dem Kleinen weiß ich, danke. So, jetzt müssen wir sowieso erstmal Tag machen wieder. Warte. Ja, wir haben so gern plus 5 Minuten. Roll doch. So. Du. Also, wenn man das jetzt mal so sieht, ne? Achso, mein Chicken ist geschlüpft, Leute. Lecker. Ist wie eine Potion quasi. So ein schönes Chicken in der Tasche. Wie ein Potion. Gib deinem Zwang nach. Ich bin eigentlich gerade vor Schande gestorben, wenn man mal ehrlich ist. Ja, ich habe dieses Rennen verloren. Bin gerade quasi vor Schande gestorben. Eigentlich müsste ich rollen, ja? Ich finde schon. Nicht essen, das Hühnchen. Schade. So. Das gilt nicht. Warum nicht? Hä? Verstehe ich jetzt gar nicht. So. Einmal speaken. So, Leute. Was meint ihr? Schaffen wir es oder nicht? Jawohl, jetzt habe ich das Rennen gewonnen hier am Anfang. Ich habe ihn abgehangen. Ich habe besser geblockt als er. Also das wird eine easy Runde. Nur die zweite ist halt, ne? Die zweite muss ich auch schaffen. So, easy. Easy peasy, lemon squeezy. Oder schappern easy. Was? So, jetzt die zweite Runde gegen das Pferd. Pferd. Ne, jetzt habe ich diesen Block verloren. So, jetzt habe ich wieder ein paar Möhren. Jetzt blocke ich ihn wieder. So, und jetzt haue ich Möhren raus. Und das Gewimmer, Leute. Das haben wir in der Tasche. Zack, Alter. Sehr schön. Oh, Gott sei Dank. Wow, das war Epona. Wie konntest du mich so an der Nase herumführen? Ah, aber du darfst das hier nicht verlassen. Manu. Mir doch egal. So, tschüss. Epona ist Linkspferd, genau. Vielleicht ein gutes des Hex, dass Ingo besser geworden ist beim Rennen, ja. Ingo. Der Ingo. Der Ingo ist besser geworden.
So, aber ich glaube halt trotzdem nicht so dran, dass mir das so viel bringt, weil... Nee, ich glaube irgendwie nicht dran, dass mir das so viel bringt, Leute. Weil ich kann zwar jetzt zu den Gerudos, aber ich kann die ja immer noch nicht abschießen. Wie soll ich denn da durchkommen, ohne getroffen zu werden? Ohne erwischt zu werden, sag ich mal. Ich glaube nicht, dass mir das so viel bringt. Leider. Einfach so zwei Steine da. Also ich habe mal recherchiert wegen dem Fanghaken, okay. Ach so. Ja, also, ja, hat sich sowieso erledigt, Leute. Ich habe nämlich keine Krafthandschuhe. Wir können hier erst hin, wenn wir Krafthandschuhe haben. Ne, wenn wir einen Hammer haben, wahrscheinlich. Willst du es wissen? Ist es fies? Lady Makoros, ist es fies oder... Kommen wir da drauf? Ja, schon. Hat es doch was mit Boris und der Windmühle zu tun? Hallo Kevin Caro, hallihallo, schön, wie geht's dir? Schönen guten Abend. Also ich glaube halt, es bringt uns sowieso nichts, wenn wir jetzt hier weiter umher irren und nicht wissen, wo wir lang müssen. Ist für den Stream jetzt vielleicht wirklich besser. Also ich habe ein anderes Video geschaut und da hat man den Fanghaken schon als Kind... Was? Aber kann ich mich jetzt überhaupt als Kind zurückverwandeln? Wo genau, habe ich noch nicht gesehen. Naja, also Boris... Hat man den Fanghaken schon als Kind? Vielleicht bekommt man den wirklich von den Skulties oder so. Jo, mir geht's auch gut. Ich will mal kurz gucken. Kann ich mich zurückverwandeln? Ich guck mal kurz, Leute. Vielleicht hat das ja wirklich irgendwas mit dem Kind zu tun. Ich meine, Boris, ich schau mal nebenbei weiter das Video an. Okay, super. Dankeschön, Lady Makoros. Boris hat ja immer gesagt, irgendwas wegen dem Fanghaken, ne? So. Ich guck mal ganz kurz, ne? Wegen dem, ob ich mich zurück als Kind verwandeln kann. Du. Scheiße. So, Sheik, stehst du noch da? Na, guck mal, Sheik steht gar nicht da. Okay, ich kann mich also jederzeit zum Kind machen. Das heißt, wir müssen irgendetwas machen als Kind. Vielleicht. Hallo, Mr. Rafa. Wie geht's, wie steht's? Okay, was können wir machen? Was können wir als Kind machen, um den Enterhaken zu bekommen? Brunnen. Stimmt. Gorgando, das ist eine gute Idee. Wir könnten theoretisch jetzt in den Brunnen gehen. Haben wir den Song jetzt gelernt eigentlich? Haben wir da gespeichert danach? Ja, ne? Song of Storm, ja. Das könnte sein. Brunnen könnte eine gute Idee sein. Ich meine, wir haben auch Bomben, wir haben Enterhaken. Bomben könnten wir mal wieder kaufen, theoretisch. Ach so. Vollgefuttert und zufrieden, das ist gut. Brunnenmaskenquest Horror Kids. Wo sind wir denn aktuell? Warte mal. Welche Maske haben wir denn aktuell? Die Hasenohren. Die müssen wir bei Nacht abgeben. Und zwar dem Typen, der da rumläuft. Was wollen wir zuerst machen?
Was sagt ihr? Maskenquest, Horror-Kit, Brunnen? Was sagt ihr? Wir gucken erstmal, wie es im Brunnen so ausschaut, oder? Wir brauchen halt auch Bomben. Wo kriegen wir denn jetzt Bomben her? Oh Mann. Das Format, ey. Das macht einem irre. Brunnen. Der Brunnen, der ist doch super easy. Bestimmt. Wenn man Bomben hat. Dreimal rollen, dann bekommst du einen Enderhaken, habe ich gehört. Hä? Wie kommst du da drauf? Ob wir hier irgendwo Bomben kaufen können? Achso, warte mal. Ich will ja ganz vergessen. Haha. Wollen wir mal in das Haus hier reingehen, Leute? Ich habe gehört, das ist gut. Warte mal, wir haben hier gar keinen Bombenladen, ne? Nee. Wir können hier gar keine Bomben kaufen in Kakariko. Als Kind nicht. Dem würde ich auf jeden Fall nachgehen. Ihr seid ja so gemein. So. Ja, ich weiß nicht, wollen wir nochmal gegen Boris kämpfen? Ich gehe nochmal kurz zu Boris, Leute, weil der sagt ja immer irgendwas mit dem Enterhaken. Der erzählt immer irgendwas. Ich will das nochmal lesen. Vielleicht hat er auch irgendwo eine Kiste. Achso. Vielleicht hat er auch irgendwo eine Kiste in seinem Labyrinth versteckt. Ich tobe mich jetzt kreativ aus. Okay, was machst du Schönes? 2-1, eindeutige Übereinstimmung. Weil es ist irgendwie nur logisch, dass Boris den Enterhaken hat, ne? Okay, wir haben ein Heck. Es ist nicht logisch, aber der erzählt halt auch irgendwas vom Enterhaken. Und dementsprechend, wollen wir, gehen einfach mal so ein bisschen die Gänge durch, okay? Wir gucken mal, ob irgendwo was versteckt ist. Man weiß ja nie. Wir hatten ja auch in unserem Randomizer mal, dass hier übelst krass Dinge versteckt waren, wenn ihr euch erinnert. Da hat man halt auch schon mal ein paar krasse Items, Schlüssel etc. rumliegen. Vielleicht ist das ja jetzt irgendwie wieder so. Das muss nicht sein, aber ich möchte es zumindest mal kurz abchecken. Okay, das war schon mal nix. Aber das machen wir doch gleich nochmal, oder? Let's go. Na toll. Danke. Die Zeit tickt halt auch viel schneller als sonst. Aber. Burn, baby, burn. Bei manchen Rubinen klingt es anders, wenn du sie einsammelst. Echt? Klingt das dann so wie die Rubine, wo sich irgendeine Tür öffnet? Ich habe gerade gar nicht drauf geachtet. So, warte. Ach so, ja, okay. Das ist, glaube ich, normal. Kitsune. Ich glaube, das ist normal. Ja, ich hätte gesagt, das ist normal. So ist es halt die Frage. Ich lese mir jetzt nochmal genau durch, was der sagt. As a reward, I'm going to give you my treasure. It's Scarlet the Hookshot. I don't remember. I don't remember where I left it. I've been here a long time. Search the graves for it. You can have what in this chest. Raise me again after you find my hookshot. In einem anderen Grab, ne? Okay.
okay. Er hat uns jetzt den Hinweis gegeben, dass der Hookshot irgendwo in einem anderen Grab versteckt ist.